Jo, jetzt ist am Anfang der Aufnahme ein Lachflash, Mann. Der Killerkampfdurst in meiner Runde ist offensichtlich nachgejoint. Check nicht, dass ich genickt bin, was auch immer. Geht wieder raus. Geh an mit Team. Lol. Okay. Also, ich und Sam wollen heute mal über ein kleines Thema reden. Was auch etwas ernst ist, also. Ja, einfach. einfach, dass wir mal uns ein bisschen über die Dust-Community unterhalten, was sich so im Gegensatz zu früher verändert hat und was besser geworden ist, was schlechter geworden ist und so. Ja, willst du einfach anfangen? Also wir sind beide ungefähr seit einem Jahr dabei, oder? So Ja, ungefähr. ich ein bisschen kürzer, aber passt schon. Ja, halt Februar letztes Jahr, fast ein Jahr. Ungefähr, ja. Okay. Werbung. Egal, ich mach weiter. Und zwar würde jetzt mal behaupten, dass ich die Dust Community, also ich beziehe es jetzt mal, ich kann es auf Dust allgemein beziehen und sagen, es gibt viele kleine Kinder, aber die gab es auch damals schon. Ich kann es auch auf SG beziehen und Ja, sagen, werden halt auch immer mehr geboren, ne? ist halt auch Minecraft spielen, jeder spielt mal Minecraft. Ja, das stimmt schon. Es ist halt so, diese kleinen Kinder leidigen halt mittlerweile. Es gibt aber auch 16, 17, 18, 19-Jährige, die beleidigen. Und Aber du möchtest jetzt keine Namen nennen, oder? überhaupt keine, weder Sam noch Tobi. Okay. Finde ich cool von dir. ja, ich würde halt mal sagen, es gibt viele, die beleidigen. Das sind natürlich auch wir, die wir die nicht Self-Deathmatch nicht unschuldig dran. So und ja, klar, aber es ist natürlich dumm und eigentlich sollte jeder damit aufhören, weil was bringt es dir? Du hast jemandem Hurensohn oder Hurensohn geschrieben in der SG, so wie der Typ gestern. Naja, Richtig. wollte ich auch noch sagen, es ist halt Minecraft. Es ist ein Spiel. Man sollte es nicht ernst nehmen. Klar, wenn man was drin erreichen will, dann sollte man ernst spielen, aber dann sollte man auch nicht so verbissen sein. Es ist im Endeffekt so, es ist ein Spiel, Jo. schreibst in eine Bewerbung rein und du kriegst wahrscheinlich genau deswegen keinen Job, wenn du hinschreibst, Ich war ja, hast Platz du 1. trotzdem die Top 3 geschwitzt. Wenn ich dich Ja. habe, ich nicht in meine Bewerbung schreiben, weil, Ja. naja, was ist das im Ding? Ein Minecraft-Server in einem Computerspiel. Schön, sie sind qualifiziert zum Zocken. Was? Sie kriegen den Job nicht. Das ist halt so, die Suchtis, es gibt die Behindis, es gibt einfach viele Leute, die Rotfalls, Nee, ich die hab abfangen, Leute, die halt abfangen, beleidigen, gab es früher auch, gibt's jetzt mehr und ja, genau, ist halt die Sache, Leute, die beleidigen, versteh's nicht, brauch's nicht, ich mach's selber. Ich nehme das Spiel in dem Moment, ja, ich sag jetzt mal ernst einfach. Okay. Oder, ja, es macht ja, Gott. Es macht ja manchmal einfach auch Spaß, so ein bisschen zu rage. Ich meine, wenn jetzt alle die ganze Zeit nur gechillt im TR sitzen, macht es keinen Spaß. Das So. stimmt, das stimmt, das stimmt. Alles mit Rages und Emotionen, es ist einfach witziger, aber das ist nicht nur im C, so, das ist Sinn, Leute, das ist absolut Ja. falsch. Joinen wir mal nach. Bisschen 05, ja. Und ist halt einfach so, es ist witziger. Aber es gibt auch viele, die abfangen und ja. Das ist Okay. einfach unser erster Eindruck. Mir fällt bestimmt noch was ein. Ja, beschreibt eigentlich schon ziemlich genau auch, was ich sagen wollte. Aber im Gegensatz zu früher und heute denke ich, es ist also ja, also natürlich lernt man sich besser kennen und so. Aber so das Spielgefühl, nur das Spielgefühl, das war früher angenehmer. Ja. Aber okay. Ja, ich weiß nicht, wir können es halt jetzt auch nicht ändern, aber einfach drüber zu reden, ist ja nicht schlimm. Vielleicht findet sich ja jemand, der das auch so
sieht oder, ja gut, es gibt viele, die das so sehen, das wissen wir ja schon quasi. Aber das Ding ist halt zum Beispiel früher, da kann ich jetzt für mich sprechen und für andere SG-Spieler auch. Ja. Früher, als man nicht so gut war, oder als man auch nicht so gut war, wie man jetzt ist, ich sag nicht, dass ich gut bin. Ja. Das SimC ist man in den SG gegangen und hat sich gedacht, ja, wenn ich den Win hole, nice. Jetzt, ja. Ja. An sich richtig ungeil. Ja, die meisten spielen auch nicht mehr wegen dem Spaß, einfach, dass sie mit ihren Stats angeben können, oder. Aber wenn jetzt Leute so auf Stats spielen, das finde ich nur halb schlimm, weil das ist einfach ein Ziel, das ist hart. Ja, stimmt, aber wenn sie gar keinen Spaß mehr dabei haben, dann ist es behindert. Ja, dann aufhören, das sollte ich auch mal anfangen aufhören. Wenn ich keinen Spaß dran habe, so, wenn ich immer Tagesziele setze und was auch immer. Was halt vor allem ist, so, Leute, die. Ja. Minecraft aus Fame, um dann Fame in Minecraft zu haben. Was soll das? Dann hast du Fame in Minecraft. Und ja. Und du spielst nicht aus Spaß und du spielst nur. Ich weiß, was du sagen willst. Hast du noch ein Dia? Ja. Ich mach nur Armor und mit Dia Schwert, okay? Ja, ich mach. Na, muss nicht sein. Ja. Nee, muss gar nicht sein. Mittlerweile. Ja. Weiß nicht, wir könnten noch da was dazu sagen, wie so alles gestartet hat, wie man sich halt so kennengelernt hat und so. Vielleicht ist es auch ganz interessant. Ja. Ja, sag doch was. Gibt schon. Wenn man sich so kennenlernt, ich meine, früher hab ich so ein bisschen gespielt, ich hatte das Glück, ich hatte, oder das ich denke bei einigen so. Achso, es geht los. Schnell Leute kennenzulernen oder schnell wen zu finden mit dem Zocken, Bock, Plan, ein Mate, wenn es auch nur ein Mate ist, einfach irgendwen mit dem Spiel. Früher war ich immer mit einem Open TS und zwar mega lustig einfach. Ich zum Beispiel hab. Es ging auch so persönlich halt um die Leute. Ja, keiner hat sich über irgendwas aufgeregt. Fuck. Ich hab nicht mal hingetan, sondern ich laber die ganze richtig dumm und spiel richtig scheiße. Ja, yeah, geht mir ja genauso. Auf jeden Fall, das war halt so. Paar Mates, ein Clan, wirklich zum Chillen. Es gab zwei, drei Clans, die wirklich so Elite waren, zum Beispiel Olymp oder das Elite, wie der Clan damals, oder wie ein Clan damals hieß. Ja. Yeah. Gespielt, um was auf Reihe zu kriegen. Der Rest hat sich gejuckt, so. Da war ich auch in so einem Clan, der sich gejuckt hat. Dann war ich, hat sich der Clan aufgelöst aufgrund von einem kompetenten Leader, der einfach den Clan quasi geflammt hat. Aber will ich jetzt nicht genau darauf eingehen. Jedenfalls durch meine Clan-Geschichte, jeder Clan wurde mehr. Ich sag mal, Elite-Clan hat darauf Wert gelegt, dass die Spieler gut sind. Ja, ja, klar. Was aber auch mit sich gekommen ist, ist halt, dass die Spieler besser wurden, weil man hat immer ein paar Leute kannte, die dann klar besser werden auch immer wieder so, aber ist halt, der Spaß geht immer weniger. Ja. Und ja, früher war es halt auch so ein bisschen so, dass man halt, wenn jemand in den Channel gekommen ist, den nicht sofort angebieft hat oder sowas in der Art. Ja. Und ja, was? Ich hab's schon wieder vergessen. Ja, bitte. Mach ich einfach kurz. Ja, man hat nicht jeden angebieft. Heute ist es so, wenn ich in den öffentlichen Channel gehe, weil da ein Kumpel ist und da ist ein 12-Jähriger oder was. Ja, der schreit dich an, du sollst dich verpissen. Das 12-Jährige, die sagen, ich soll mich verpissen, ich bin 16, der Junge wird es im Real Life niemals zu mir sagen, es sei denn, er hat eine Geist.
geistige Behinderung oder hält sich überkratzen. Boah, jetzt halt einfach so. No offense jetzt gegen Leute, die eine Behinderung haben, so. Das ist, Nee. Das kann scheiße sein, so. Hm. Aber jedenfalls, ist es einfach so, dass die 12-Jährigen früher mehr Respekt hatten. Oder es ist jetzt nicht nur die 12-Jährigen, eher für die viel Jüngeren. Ja, die weiß nicht, was die sich dabei auch so ein bisschen denken. Die denken sich eigentlich komplett nichts dabei. Die denken einfach so, ja, bin ich mal krass und sag heu eine Beleidigung in die Fresse. Immer war im Endeffekt, du bist das Kid, du weißt genau, du würdest das im Real Life nicht machen. Mach's halt hier. Oh mein Gott, ich bugge richtig im Block, ne? Mach im Endeffekt, machen die Älteren, es sei denn, sind so richtige Lappenkinder, machen sie sich nichts draus, wenn den Kleiner beleidigt, außer dass sie drüber lachen. Ja, ist jetzt so. Gibt halt immer mehr von diesen Opfern und ja. Einfach die Community ist beleidigender geworden, nimmt das Spiel ernster. Ich sag nicht, dass ich da gar nicht zugehöre. Ich bin auch einer von meiner Community, ist halt scheiße, aber ist scheiße. Ja, ja, wenn alle so sind, dann ist es schwer, nicht so zu sein. Weil du sonst ja auch irgendwie nicht durchkommst. War zum Beispiel einer der letzten, der jetzt angefangen hat zu schwitzen oder so. Ich war ewig komplett gegen Tryhard. 30 Sekunden Wordsman war für mich der Tod. Jetzt für mich selber manchmal 2 Minuten. Und ja, ist halt so. Ist eigentlich scheiße von mir, aber ist halt so. Ich hab damals, ich hatte 3500 Games ungefähr. Davon waren 5 Spiele Wins. Ich war scheiße. Hatte einen fixen Laptop, keine Maus. Und das hat mich nicht gejuckt so. Ja. Und ich hab dann, wenn ich gespielt hab, mit einem Mate gespielt. Manchmal mit einem Mate gespielt. Solo habe ich eh nichts Deathmatch erreicht oder so. Wenn ich gegen ihn im Deathmatch war, dem 5er Ping, muss ich ihn raus in ihn. Ja, das wollte ich auch noch sagen. War ich halt zu Lonzo, ja, Ping ist wichtiger geworden, genau. Und dann ist es halt so, dass wir einfach, ja, hatte ich keine Wins, war mir egal. Jetzt schwitze ich so, ich hatte dann bei 6500. Ich brauch ein bisschen Hilfe. Süden. Lauf aber Richtung Osten. Ja. Ich hatte dann bei 6500 Games 1k Wins, also innerhalb von 3k Spielen 1k Wins. War das schon ein bisschen mehr am Schwitzen, so. Natürlich auch besser geworden, 10 bekommen. Ja. Und dann irgendwann habe ich dann. Jetzt habe ich 11.000 Spiele und 5.000 Wins, also dann nochmal 4.000 Wins gemacht in ungefähr 5.000 Spielen, also 80% gewonnen, weil ich aber mehr schwitze, besser werde und all dies, das so. Und ich würde aber niemals komplett ohne schwitzen, würde keiner so viele Games gewinnen, wie er gewinnt. Naja. Ist einfach so, ist eigentlich schade, dass es so viel nur Win-Win geht. Klar, hat man mehr Spaß, wenn man gewinnt. Aber ich weiß auch noch, früher hast du dich richtig gefreut, wenn du eine Runde gewonnen hast. Ja, ich habe damals meinen 500. Win. Das war damals so, oh mein Gott, 500, Junge. Weißt du, was das für eine Zahl ist? 500 ist so unnormal. Ja, ich weiß auch noch. Amal, ja. Celebrated. Jetzt letztens den 5000. gemacht, so, ja, ist halt der nächste Tausender, mehr nicht. Ja, ja. Es war auch halt so, dass man. Gott, wenn ich den kriege. Dass man einfach. Sag mal Himmelsrichtung. Ich seh dich, dreh um. Dass man, halt, wenn man so gespielt hat und man hat nicht gewonnen, man hat sich so gefragt, hä, was ist los? Wieso kriege ich das nicht hin? Aber man war halt einfach noch ein Random. Und mit der Zeit hat man einfach gut, die Community ist vielleicht ein bisschen beschissener geworden, aber du hast ja auch schon gesagt. Insgesamt hat man sich auch verbessert, das Spiel hat sich entwickelt. Der Durchschnitts-Minecrafter ist zum Schwitzer geworden oder natürlich auch besser, so, weil Minecraft ist out of hype, es kommen nicht mehr so viele dazu. Ja, ist vielleicht auch nicht so schlecht. Vielleicht, guck mal, vielleicht hauen auch richtig viele wieder ab, die einfach nur kurz gekommen sind, einfach um zu schwitzen. Ecken schwitzen, alles Mögliche. Wenn die dann wieder weg sind, weißt du, dann könnte es nochmal richtig nice werden. Ja, ist halt echt so. Ich glaube sowieso daran, dass es noch was wird, so, weil. Ja. Mein Lieblingsspiel, ich spiel's aktiv. Ja, es macht ja auch immer noch Spaß. Und ja, ich hab damals angefangen. Guck mal, nimm dir als Beispiel den Typ hier. Warum macht er das jetzt? Er hat ein Team, er weiß zwar nicht, wie gut wir sind und alles, aber. Weißt du, er ist ja auch hier, um zu kämpfen, nicht um abzuhauen.
Und er hat die ganze Zeit gegen mich allein gespielt, hätte mich fast gekriegt. Ja. Fragt sich ihn vielleicht, ob das jetzt im Main kommt, aber soll er an die Scheite Seite schauen, in Solo-SG gehen oder dafür sorgen, dass sein Main nicht direkt zu wenig ist? Ja, keine Ahnung. Ja, er kriegt halt so aufs Maul. Okay, aber egal. Gameplay egal. Okay. Okay, GG. Ja, ist halt. Ja, ich. Hast du Steinschwert? Eisen, lol. Ich glaube, wir haben auch schon ziemlich viel jetzt angesprochen. Und ja, wie meistens ist es vielleicht auch ein bisschen langweilig, aber das einfach mal zu sagen, ist auch wichtig. Die meisten wird es auch schon interessieren, denke ich, die auch halt schon wissen, wie es früher war und so. Ich bin aufs. Ja. Ja, 7 Holzrot, oder? Boah, ich habe kein Holz, aber ich kann Gold craften. Einmal. Ja, einmal darf sein, einmal ist keinmal. Nee, ist halt. Ja, ich finde es mehr geworden. Machen wir auch, aber ich mach's meistens so, dass es gegen, wenn ich jetzt randoms, ich nenne sie randoms, weil man sie leider umgangssprachlich so nennt, oder was ist leider random heißt Zufall, das ist keine Beleidigung. Ich habe ein Steinschwert, falls du noch eins hast. Ja, hab ich. Ja, dann lass es down. Und ja, ist halt so. Gegen Randoms, ich schwitze ich nicht. Ich mach's nicht. Ja. Das beleidigt mich oder so. Genau, das ist das nächste. Wenn du so. Wenn du jemand tötest. Leute, die mich die ganze Zeit beleidigen und alles, dann denke ich mir so, mit mir hier. Kriegst jetzt, ja, keine Ahnung. Juckt mich halt auch nicht, wenn ich dich abfuck. Beleidigst mich die ganze Zeit. Beleidigst meine Mutter. Ja, genau, wenn du jemand tötest und er fängt sofort an, sich zu beleidigen. Wegen einem Spiel, ist es nur ein Spiel. Mehr ist das nicht. Ich krieg von dir komplett aufs Maul hier, aber naja. Oh, ich dachte das schon, Digga. Okay. Ich glaube, damit beende ich auch so die Aufnahme. Oh shit. Richtiger Lauf. Weißt du, wo wir gerade davon sprechen, Alter? Komm, ich nehm dich auseinander, du Hacker. Ich bin krass genug, um Hacker zu sein. Ja, Mann. Aber auf das. Ja. Okay, gut. Ich denke, das war's dann. Ja, ihr könnt das Video natürlich gerne teilen. Abonniert mich und. Nee, Spaß müsst ihr natürlich nicht. Ja, Sam verlinke ich euch nicht, weil er eh mehr Abos hat als ich. Ey, verlinke ich, ich fang jetzt an, ja. Stimmt. Ja, okay. Ja, okay.